Atme. Bitte. Atme. Gut. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Railroader. Wieder mit Fabi der Bär. Hallo. Und der Crew. Hallo. Hallo. Wieder eine sehr große Crew. Ja, vielleicht erinnert ihr euch beim letzten Mal, wir waren unterwegs mit der Kohle, sind wir übrigens immer noch. Wir geben alles, wir fahren hier im Grenzbereich, 30 ist erlaubt, mit 31 in die Kurve rein, mit 28 raus, 27. Können wir eigentlich 28, siehst du? Haha, ich wusste, dass das passiert. Schieb, süßes Ding, schieb, du schaffst das. Oh je. Ja, Fabi, ich bring dir 36 Wagen noch. Wer bringt das? Ich, mit der 155, Patrick. Ach so. Ah, und 36, und 9 sind auf dem Weg nach unten. Ich. 29, 36. Ich kann nicht rechnen. Das ist ein bisschen traurig, 39, aber. 39 oder 36? Ja, sind 40 und 35 sind 75. Markus re-rate 1K. Was ist denn da wieder passiert? Ja, dann sind wir 65. Achso, okay. Markus? Hm? Wo ist die Rate? Was ist da los? Was? Nichts? Nichts, nicht. Nichts. Markus, oh, steht oben links in der Ecke, dass du einen Wagen wieder aufgegleist hast. Ach so, ja. Ach so, ja, das schon. Das ist passiert. Ich wollte im Prinzip nur die Reifen wechseln. Was? Und? Ja, 1+1 ist 3. Ja. Mhm. Haben die Amis überhaupt Radreifen? Ich glaube nicht. Mhm. Eigentlich hast du das auch. Ich habe die Bremsen ausgetauscht. Eigentlich hast du das tatsächlich auch nur noch bei Straßenbahnen. Alles andere hat das nicht mehr. Doch, E-Loks bei uns noch. Der ICE hat keine Radreifen mehr? Nein, nee. nach Eschede. Nee, schon längst. Okay. Das war doch der Grund, warum der Zug in Eschede so rausgeschmissen wurde. Ja, deswegen. Ja, seitdem haben die nur noch Monoblockreifen. Mhm. Okay. Oh nein. Alte E-Loks, die haben noch Radreifen. Ja, im Prinzip habe ich die Bremse nicht erwischt und stattdessen das Gaspedal. Ja. Ach, 93? Okay. Ja. Für so einen Zug 86, Einfahrt in Brüssen. Wie gesagt, hier wird gerade der Zug für zurück zusammengestellt. Ich hätte da was. Oder die KVB in Köln. Ja, wie gesagt, bei Straßen und U-Bahn definitiv. Das machen die auch weiterhin, das macht auch absolut Sinn. Aber halt, soweit ich weiß, bei den großen oder ich sag mal bei den schweren Sachen nicht mehr. Soweit ich weiß. Ne? Ihr dürft nicht vergessen, dass das meiste, was ich an Wissen habe, ist aus irgendwelchen Dokus oder sowas. Ja, oder halt einfach ein paar Jahre alt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch einen Wagen für dich. Kannst du noch mit ranschieben dann? Ja, Habi freut sich. Ja, noch mehr Wagen. Noch mehr Geld. Ich hole auch noch einen. Kohle. Hier war noch ein Ölwagen fertig. Den nehmen wir auch noch mit, oder? Ja, ne? Immer raus damit. Ja, muss ja. Mach nur nicht ganz so schnell. Ist für den Komfort ja. Sehr gut. Außerdem spart man an den Kosten, da man Radreifen schneller wechseln kann. Ja, das auch. Nur wie gesagt, er ist halt für sehr starke Belastung oder eben für sehr hohe Geschwindigkeiten ist er halt einfach nicht gut geeignet. Kannst du die Handbremse lösen von dem Wagen? Ha, sehr schön. Hab ich. Wunderbar. So, Bärchen, bitteschön. Was denn? Ja, zwei Hänger. In Game oder wie live? Ah, für Silber. Ja, okay, die nehme ich dann noch mit. Die sind für ein Interchange. Die kommen noch hinter die Pulpitwagen. Muss ich einmal hier kappen. Eichelik, Galvatron. Ja, Eichelik.
Da fliegen wir hier den Berg hoch, nicht dass wir gleich hier abheben, ne? Minus 5 wegen Damage. Mhm. Wo ist minus 5? Gerade eben oben. Was? Bei Tannery. Was? Das ist, glaube ich, schon der dritte Unfall, oder? Weiß hey, Schütze, schön, dass ich wieder wach bin. Grisou! Natürlich! Ich hoffe, das Nickerchen hat dir trotzdem gut getan. Muss auch mal sein. Aber wenn man jetzt die Zusatzwagen kriegst, dann hast du genug Wagen, oder? Ja. Ich hab auch noch. Oh, oh, warum liegt hier die Weiche in die Richtung? Okay, weil der Personenzug darüber fährt. Na gut. Damit du besser durchkommst. Das ist nett, danke. Wo bist du denn, Schütze? Ich fahr jetzt im Prinzip durch Prison. Ich hab halt noch einen Ölwagen mitgenommen. Guck jetzt mal, wie schnell ich hier lang fahren kann. Es sind nur 900 Tonnen. So, ich hoffe, es wird geschwindigkeitsmäßig nicht ganz schlecht laufen. Das ist halt immer Theorie und Praxis, ne? Es geht natürlich vom Prison aus auch hoch nach Whittier. Ja. Deswegen gucken wir mal. Regler steht auf 100. Möchtest du auf meine Seite dran oder vorne dran? Schütze. Mir ist das voll egal. Ich bring euch einfach die Wagen. Wo ihr die wie, warum, wie hinpackt, macht das unter euch aus. Ihr bringt mit der 52 Grad Wagen für richtigen Preis. Galvatron. Ihr könnt euch dann gleich abnehmen. Ja nur, und dann stellt Schütze fest, er muss selber nach Silver mit den Wagen fahren. Nee, mach ich nicht. Dann bleiben die in Whittier stehen, Florian. Das machen wir nicht mehr. Das dauert zu lange. Wie gesagt, wir müssen ja noch mit Wagen wieder hier runter. Huch, was kommt denn da jetzt? Wer fährt denn da gerade nach Prison rein? Ja, wohl der Pulput übrigens. Ach ja, stimmt ja. Pulputwagen. DJ! Ich hab's doch überlebt, bis hier zu kommen. Hey. 52 kannst du eigentlich anhalten. Okay. Ist ja gut. Dann übernehme ich die Wagen jetzt und nehme die. Genau, wie gesagt. Orange nehmen wir mit, weil ich habe mich ja vertan. Ich war. Ja, genau, wie gesagt, die vier Orangen sollten nach Bakers und die anderen hier nach. Wie heißt es? Walker. Genau, Walker. Miau. Gleich nehmen wir mal, wie lange der Zug bisher ist und wie schwer. Ich wollte gerade sagen, soll ich die eben wieder mitnehmen, aber ich habe jetzt gerade 20 Meilen drauf. Sonst hätte ich die einfach wieder mitgenommen. Die Jungs fahren ja jetzt da lang. Ja, ich muss ja eh umsetzen. Ich muss auf die Rückseite von den Orangen. Kann ich nicht einschieben. Sonst lass die doch erstmal hier stehen. Machen wir mit der nächsten Tour. Der läuft ja jetzt nicht weg. Die waren ja als Reserve gedacht. Oder? Guck erstmal, dass du ich Walker jetzt oder wieder, oha. Ich würde die jetzt wieder runterbringen. Aber ich kann auch erstmal mit Walker anfangen. Ja. Und lass die erstmal hier stehen. Ich kann bieten. Ja. 70 Wagen, abzüglich der zwei meiner Lok. Boah. 68 Wagen. Boah. 3275 Tonnen. Okay. 3015 Fuß lang. Boah. Das also der ist fast Ansage. Bis zur hinteren Weiche. Ja. Tja, nochmal 800 Tonnen kommen gleich on top. Sehr gut. Am liebsten hinten rauf.
soll ich auch noch nach Vici runterkommen? Ja, theoretisch müssten Galvatron und Fabi doch reichen, oder? Ja, Galvatron, du bist jetzt... Am besten gehst du ins Dreieck hoch, drehst mal deine Lok um und setzt dich vor mich noch. Dafür fahren Tender und Tender. So, kann man auch... Funktioniert das dann mit der Multi-Unit zu? Ja, ist egal. Also, okay, dann lass ich mich da noch raus, dann... Mach mal gleich Tender und Tender. Tender und Tender. Tender. Da bin ich immer an Army of Two. Rücken an Rücken. Genau. Quasi. Und dann einmal schießen in der Arena. Auf wie auch wieder. Arsch an Arsch. Ja. Quasi. Na, das wollte ich nicht sagen. Backe an Backe. Oh, Backe. Ach gut, hier wird das viel mehr Geschwindigkeit. Warum jetzt Purzel? Weil die kleine Maike vor fast einem Monat über die Regenbogenbrücke gegangen ist, Florian. Wenn ich so Sachen wie von dir lese, dann werde ich da so sehr dran erinnert, dass ich das eigentlich nicht mehr möchte. Ich schieb noch ein klein wenig hinten durch, damit die Weiche hier wieder frei ist. Kommt denn da jemand? Vor, hinten, vor, hinten, vor, hinten. Nee, nur damit die Weiche frei ist, falls jemand kommt. Ja, ich komme da nicht mehr raus aus der Sägemühle. Ach so, stimmt. Ja, schwierig. Was machen wir denn da? Schütze, wie lange brauchst du noch? Weiß nicht. Ich bin virtuell in den Arm genommen. Danke, Grigo. Wir könnten auch vorfahren bis vor die Weiche hier. Den Gleiswechsel. Also vom Grundsatz her, ich bin so lahm, ich blockiere gerade eh alles. Ja gut, dann fahren wir vor bis vor dem Gleiswechsel, dann kann er wenigstens was machen. Alles klar. Und wie gesagt, ich weiß nicht, aber irgendwie... Also nichts Neues, ja, so in etwa. Eischütz kann es sich nur um Stunden handeln. Ist einfach so. Ja was gut, von Silber her kommt eh nichts. Der Fabi hat heute. Wie wir blockieren. Der Fabi hat heute genau das gleiche gemacht wie ich vor 2 oder 3 Wochen. Anstatt einfach loszufahren, dass es weitergeht und der erste Zug schon mal weg ist, bleibt er halt einfach so lange da stehen, weil er einfach, nein, ich will jetzt den großen Zug haben mit meiner Lok. Dann muss er halt jetzt warten, damit wir dann gleich feststellen, die Zeit hätten wir uns sparen können. Ich habe ja gesagt, ich kann schon mal losfahren. Ja. Und dann hieß es, na, ich habe noch Wagen für dich und ich habe noch Wagen für dich. Genau. Und du hast ja, ist mir egal. Dann hat Malte gesagt, du hast schon 2000 Tonnen, ist mir egal, bringt mir alles. Ja, aber guck mal. Wollt. Der Vorteil ist, von hinten kommt nichts Neues. Da kommt auch kein Zug, weil ich fahre erst Richtung... Wie heißt die neuen da? Heavit. Und der andere ist erst auf dem Rückweg. Ich könnte jetzt ganz dumm einwerfen, die 1 steht ja auch noch zur Verfügung. Im Bösen, im Depot. Die Carriages dann.
Kann man nicht während der Fahrt eulen? Kann scheinbar nur ölen machen, wenn es steht, ne? Unter 3 Meilen kannst du ölen. Nee, der Interchange war nicht voll, da wird nichts nachkommen. Oder ist nichts nachgekommen. Dann geht's doch. Immerhin das. Die größte Sorge ist eigentlich, dass Dodger mir gleich irgendwo entgegenkommt oder mich rammt. Ah, die Sorge ist Dodger, glaube ich, außerdem, du bist gemutet, als du dann redest und man dich nicht. Der Dodger kann dir nicht entgegenkommen. Weil dafür muss er mich erstmal passieren. In welcher Lok sitzt du, Schütze? 11. Ja, guck ich mal bei dir vor. Ich glaube, wenn ich die Steuerung komplett auf 100 mache, dann kann er gar nicht schneller als 10 scheinbar. Aber ja, das steilste Stück müsste ich geschafft haben. Wenn mich alles täuscht. Was ist denn Kobalt? Kurz vor Ela im Prinzip. Ja. Naja, kurz halbe Strecke zwischen Brisson und Ela. Naja, noch nicht ganz. Aber sowas von. Noch nicht ganz. Ja, aber sowas von. Der Purzel. Kann man ja schon fast einen Lok von hinten hinterher schicken, um ihn anzuschieben. Nein. Regel das. Wartet mal ab, wenn ich meine S51 habe, dann lache ich auch über euch. So. 51.000, was habe ich jetzt? 23. Also selbst 2 davon hätten weniger Power wie eine S51. Gut zu wissen. Schön, ja. Das sieht mir ähnlich aus wie der Anstieg am Gotthardpass. Ja, ne? Das ist ja wirklich sehr steil, wenn man mal so guckt. Ja. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber du bist schneller. Ja, immerhin, ne? Das ist ja... Wir müssen echt mal eine Stätte einführen, weil mitten... Ja, ein Passagier halt, ohne irgendwelche Städte, Häuser in der Nähe. Ja, gibt noch einiges, was sie einführen müssen. Vielleicht wohnen die da im Wald. Das kann sein. Vielleicht. Wenn es nicht wie beim Dorf, du hast die Bushaltestelle und dann läufst du erstmal noch 2 Kilometer weiter, bis du zu Hause bist. Könnte jetzt auch sein, so ist nicht. Sobald du deine SW1 hast, Schütze. Naja, ich krieg keine SW1. Ich habe tatsächlich überlegt, hiervon noch eine zweite zu holen, einfach aus Jux, dass man dann sagt, so, das ist jetzt immer eine Doppelfraktion, aber ich denke, das macht im Nachhinein auch keinen Sinn. Vielleicht werden wir da irgendwann mit arbeiten, aber ich meine, es geht ja so. Klar, das Ding muss halt jetzt wirklich buckeln, aber... Aber es geht. Gehört halt also auch dazu. Es funktioniert. Welches? Ja. Wir sind bei 0,02, ich war bei 0,08 mit der T22. Also Tonnen Durchzugkraft. Vielleicht wohnen die im Wald unter den Steinen, die Leute. Hm. 0,0 was für ein Ding? Ja, wir könnten das Dreifache ziehen. Behauptet er. Er sagt, der Taschenrechner. Taschenrechner. Das halte ich für ein Gerücht. Alles klar. Ich auch. Ich glaube deinem Taschenrechner nicht, Galvatron. Es tut mir leid. Ja, 1400 Tonnen durch T22 hat 21,6. Und jetzt rechnest du mal 3400 Tonnen mit Santa Fe und Dickerpott. Ich schaff trotzdem nicht das Dreifache.
Könntet ihr mit dem langen Güterzug noch ein kleines bisschen vorziehen, damit ich den Kohlewagen da noch aus dem Lokschuppen rausziehen kann? Sicher. Ja, das können wir machen. Sehr gut, kleine Purzel. Los, zeig den Angebern mal, was in dir steckt. Boah, ich bin nicht unter die Karte. Die Dieselloks sind momentan nur mein Gebiet, da alle die Dampfloks bevorzugen, wo ich nichts dagegen habe. Mehr Diesel zum Tanken für mich. Das stimmt, Jamie. Du musst auf minus 100 gehen, Galvatron. Sonst ziehst du an mir. Du arbeitest gegen mich. Guck mal, trotzdem habe ich den Zug zum Fahren bekommen. Schön. Ich wollte nur mal gucken. Das quält die 21 aber auch ganz schön die Bergstrecke hinten. Das ist übel, ne? Also ich meine, gut, im Normalfall, ne, ziehen wir halt locker flockig 1000, 2000 Tonnen hier runter. Ja, macht auch Sinn. Das ist scheinbar steiler, als wir die ganze Zeit im Kopf haben. Ja. Also ich muss da sagen, man merkt den Unterschied zwischen der 76 und der 86. Das definitiv, ja. 76 fährt hier hinten ohne Probleme, die 86, die müht sich. Naja gut, die 86 hat 26.000 gerundet an Zugkraft. Ja. An die P43 44.000, also... Ja, die hat fast das doppelt. Ne? Finde ich okay, sagen wir es mal so. Guck mal, da fährt ja ein Ela ein. Ich habe, glaube ich, die Vermutung, wenn jetzt Alaka Depot, also die Branch, draußen ist, bräuchte man drei Passagierzüge in der Zeit vielleicht. Also wir könnten jetzt schon drei fahren, weil... Ja, ich weiß nicht, wo Dodger ist, aber auf dem Rückweg vermutlich, ne? Ja, das ist korrekt. Ja, Ja, aber solange eure Wagen nicht überfüllt sind, wofür? Wie sehen denn die Dieselvorräte aus? Genau, das braucht derweil, bis die wieder befüllt werden müssen. Ja, oft muss Jamie die, glaube ich, nicht tanken, obwohl der auch immer echt viel buckeln muss. Ich habe, glaube ich, nicht einmal noch 1000 Galleonen abgezogen. Ich habe jetzt schon nachgeschaut, selbst die Dieselwagen sind immer noch voll. Also nicht ganz voll, aber haben immer noch was drin. Ich habe bei Fabi ja auch schon geschrieben, warum wir nicht loswerden. Der Bär sagt ja, alles meins, 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 meins. Ja, das habe ich so auch mitgekriegt, Florian. Das klingt nach Fabi. Das klingt wirklich nach mir. So langsam sollen wir uns wenig mal über diesen 20% Waggon-Überlegung machen. Ja. Bei den langen Strecken. Das Problem ist, du müsstest halt immer zwei haben, ne? Damit ihr die immer vorne und hinten dran macht, damit du auch immer den Bonus kriegst in beide Richtungen. Ich glaube, es geht nur einer. Nein. Bonus, oder? Nein, habe ich auf meinem Spielstand. Ich habe vorne einen im Prinzip und hinten einen, dass der wie so ein Henschel-Wegmann-Zug aussieht. Und egal in welche Richtung ich fahre, ich krieg immer Bonus. Wichtig ist halt einfach nur, dieser Wagen muss am Schluss sein, also es darf nichts angekoppelt sein. Und von daher ist auch egal, wo du den dran machst. Was aber auch geht, ist tatsächlich, wenn der hinten läuft und der Zug einfach rückwärts geschoben wird. Ja, das geht auch. Aber ich weiß nicht, ob das bei unseren inzwischen extrem großen Strecken so toll ist, da den Zug durchzuschieben. Das weiß ich halt auch nicht.
Deswegen würde ich einfach zwei dran machen, vorne und hinten. Dann sieht es auch schön aus, finde ich. Ja, nicht extra. Aber dann sollten wir vielleicht unsere, ich sag jetzt mal, 7 Uralt-Personenwagen auch verkaufen. Und dann auch da 5 von den Stahlwagen ranmachen. Ist, glaube ich, gleich von der Passagierzahl her, ne? Oder sogar besser. Mehr. So, und dann da vorne und hinten diesen... Also 5 sind gleich wie 7. 52 an 218, ein Rotwagen sehe ich. Wie viel hat der andere? Das ist 160, aber dann nimm dir die 218, weil ich bin gerade mit der 2 beschäftigt. Ganz einfach haben. Das sind genau identisch. 420 Personen in beiden Zügen. Ja, genau, deswegen sind identisch. Ja. Und dann hätten wir 5 von den einen Wagen sind gleich wie 7 vom anderen. Genau, könnte man die verkaufen, sich auch 5 von den Stahlwagen holen. Und da passt dann auch dieser Endwagen optisch dran mit der Ziehharmonika und allem. Ich mach mir Sorgen, ob die 86 nachher nach Endus nach oben kommt mit dem Wagen. Ja, das werde ich merken. Im Zweifel wird die halt auch ersetzt durch eine Berkshire. Berkshire, meine ich, war doch auch Personenzug, ne? Die kann alles. Ja. Wollte ich immer haben. Die hat auch einen schönen großen Tender. Geht wieder los. Genau, vorne und hinten die Endwagen. Fabi ist so still heute, man könnte meinen, ihr habt wieder das böse K-Wort gesagt. Haben wir schon zwischendurch gesucht. Sollen wir nochmal? Nein. Lass das, Schütze. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin nett. Und auf deine Hilfe angewiesen, ich sag sowas nicht. Das ist aus K-Wort gedacht, das war ich schon schockiert. Ich hab nur meinen Chat vorgelesen, gar nichts dafür. Ich bin braver Bürger. Leuchte, Lächer auf, lass das. Bei ihm gehen aber keine Kommandos gerade. Ja gut, den Comment habe ich noch nicht gemacht. Aber irgendwie gehen die anderen Commands auch nicht, stimmt. Ja, als ob dein... Aber der Bot ist an und die Commands sind auch aktiviert. Komisch. Funktioniert doch, siehst du. Ha, aber der funktioniert immer. Was? Ne, doch, ich fahre noch. Nur so. Ich fahre noch, langsam, aber... Verstehe dich. Also die 86 kann durchfahren. Ja, habe ich gesehen. Danke. Schütze ist gleich da. Schütze ist gleich da. Auch du kriegst. Hey, ich fange schon heute an mit Beladen. Das ist ja Wahnsinn. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Wenn ich auf 45 gehe, dann bist du schneller. Ja. Mühsam kommt Schütze ans Spiel, Das ist auch eine interessante Brücke, die mitten auf der Straße Pfeile hat. Was für ein Ding? Eine Brücke. Und unten drunter läuft eine Straße her. Ja. Ja, genau. Und da sind aber Pfeile drauf. Ja. Ach so, auf der Straße. Ja. Wo denn?
Nach Brux. Brux. Will ich mal schauen. Ja, die 86 ist gerade hergefahren. Hallo, 86. Ja. Was ist denn hier eine Brücke? Achso, hier. Dann noch weiter. Zurück. Oh, stimmt. Sehr süß. Ja, komm, da passen Autos unten lang. Genau. Kleine Autos. Cabrio. Kleine Autos. Der Schütze hat's bald geschafft. Los, Schütze. Los, Schütze. Yay! Das ist ein kleiner Bug im Spiel. Ja. Ja gut, Bug würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ist ein Feature. Ist ein Feature. Nee, ist ein designtechnischer Fehler. Ja. Ist ein Feature. Was machst du, Patrick? Was machst du? Wollt ihr helfen? Auch keine Hilfe. Helfen. Du musst ja an die dran drücken. Ja, du musst von hinten rankommen. Dann macht das vielleicht doch Sinn. Mhm. Willst du dich dann direkt mal hinten dran hängen? Denk dran, genau. Jetzt steht hier ein Hänger, ne? Wo ist ein Hänger? Da steht jetzt ein Hänger. Ja, hab ich manchmal einen Hänger. Ich hab noch einen aus der Sägemühle. Ah, rausgeholt. Die 218 hat noch einen rausgeholt hier, stimmt. Aus der Sägemühle. Jo, Pulpot steht in Walker zum Laden. Tränke nicht vergessen. Vielen Dank fürs Wassermarsch. Danke, Jamie, du hast recht. Hab grad meiner Frau eine Flasche geklaut. So funktioniert das. Das schmeckt. Ist eh viel zu ungesund für sie. Weil es Wasser ist? Nee, ich habe ja eine Flasche Eistee geklaut. Also so eine 0,3er Flasche. Hatte sie mit Eistee. Aber das ist ja eigentlich das total ungesund. Ich möchte sie natürlich vor diesen ganzen Zusatzstoffen schützen. Gute alte Zuckerwasser. Genau. Du opferst dich sozusagen für das. Ganz genau. Was so viel wie Bärchen da hat, kann es dann wieder in den Winterschlaf gehen. Ach, guck mal, da stehen die anderen Wagen für Silver und Pepco. Silver. Brison. Meine ich. Gesundheit. Danke. Boah, wenn ich aber zu euch komme, dann ruckelt's ganz schön. Du Roller die Waldfee. Ja, ja, da steht auch einiges rum. 20 Loks in Bewegung. Muss auch erstmal alles reingeladen werden. Wieso stehen denn da noch leere Pulpotwagen? Ach, die habt ihr gerade erst mitgebracht, ne? Ja, die sind dann für hoch. Zum Befüllen. Okay. Ich setz bei der 52 schon mal Multi-Unit rein. Ich höre eine Lok. Ja, das wird aber Malte sein, den du hörst. Und zu weit weg, mich hört er bestimmt nicht. Ist die 11. Hä? Die hörst du schon? Ja. Na gut, die ist ein bisschen am Schnaufen, aber... Du musst denn da noch zwischen raus, Schütze, ne? Ja, weiß ich. Ich würde dann, wie Schütze gesagt... Kannst du eigentlich abkuppeln. Ich soll abkuppeln? Ja. Okay. Dass du quasi dann geradeaus fährst und ich dann ja, die Wagen den drauf drücke.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du so schnell dann geradeaus fahren solltest. Aber, nee, du fährst ja geradeaus. Genau, ob du da so schnell dann in den Knick fahren solltest. Aber... Die Kurve geht, also die Weiche geht mit 35. Ja, oh, die geht gut. Hm. So, ich bin an der Weiche, also du nicht rumfummeln. Na? Hast du umgestellt? Nee, geht nicht. Jetzt? Ja. Gut, das war klar. Ja, irgendwie, also wie gesagt, hier ist starke Verzögerung. Ich schätze, musst du auch mal dran denken. Da so, steht die 218, was. Die muss da noch weg. Warum steht die jetzt da? Okay, die verzieht sich in den Schuppen. Gib Gas, 218. Weg da. Mache. Gut. Gut. Muss ja dann eh bremsen, um anzuhängen. So, Weiche liegt. Du kannst durchkommen. Drecker frei. Mein Gott, ist er schon wieder hier. Heute sind sie aber... Was denn? Du bist den zweiten Bot schon im Chat. Achso, ich hatte auch schon zwei. Lästig. Mhm. Mhm. So. Ah, da kommt ja der Rest. Wird Zeit, dass ihr mal was zu tun kriegt. Schöne Kohle. Jetzt so, wer macht denn jetzt eigentlich hier noch Holz? Ist da überhaupt noch jemand da? Ich mach das Holz. Okay, ich frage wegen dem Pulpwood-Wagen. Sollte ich da noch jemand unterstützen, eben mal hochdrücken oder so? Meinetwegen. Also, ich bin jetzt gerade Stämme runter. Ich hätte danach die Zeit, falls die Strecke dann wieder frei ist. Nee, dann okay. Ja? Ja, die Strecke sollte jetzt frei werden, denn... Wir verziehen uns. Genau, 79 Wagen, 4278 Tonnen gehen jetzt auf die Reise. Obwohl ich meine, unser Rekord liegt bei 4.500 Tonnen, ne? Das kann sein, ich weiß nicht genau. Ja, ja. Ich habe da die Folge erst letztens hochgeladen. 4.500 Tonnen heißt die einfach nur. Aber leck mich am Zuckerli, ist das ein Zug. Holla die Waldfee, ey. Auf geht's, Bärchen. Oh, sag mal so. Und fährt ordentlich an. Er hat definitiv Vorfahrt. Ah, ja, das doch. Doch, Galvatron, ihr würdet nicht das Dreifache schaffen. Also wie gesagt, Jamie hat es ja ausprobiert mit 2000 Tonnen. Sag mal, die Santa Fe schafft bestimmt 2,5, vielleicht 3 mit Biegen und Brechen. Und du bist auch mit 2 bist du gut bedient. Also zusammen mit 5, sage ich mal, seid ihr schon gut ausgelastet. Warte mal ab, bis ihr vor dem Tunnel seid. Schaltet doch einmal das MTU, also das MU ab. Wenn Bärchen mit mir harmoniert, das werden wir gleich sehen, dann drücken wir dir das mit 32 durch den Tunnel. Was spielt denn da meinen Glocken rum? Achso. Ne? Ich selber, weil ich gar nicht mehr die Lok ausgewählt habe. Ja, an den Glocken. Lach nicht, ich habe deine Glocke jetzt aktiviert, Fabi. Hey. Nicht an meinen Glocken spielen. Warum denn nicht? Sonst gefällt dir auch. Ja, aber nicht on stream. Achso, Entschuldigung. So, ich hier wird noch einmal fix tanken, Patrick. Jo. Und dann... Hat er eben die Glocken langgezogen. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den Zug mit runter nach Risen, ne? Ja, ich hab den ja schon in Video stehen. Ja, genau. Du kannst auch schon vorfahren, dann hole ich hier noch die paar Wagen für Ela. Hier sind noch 2 oder 3 Wagen so, für Ela dran. Der letzte Wagen ist raus. Ah, ja. Und für Stenzel, dann hole ich die noch. Dann hat Malte auch nur noch Holz hier. Eindeutig, zweideutig, schützig. Schützig. Bin bei 50. Ich guck mal eben auf das Radar. Auf das Radar?
Könnte jemand für die 36 einmal die Überholung, Überholung einstellen für Dillsborough? Klar. Hab keine Rechte. Außer Lok zu fahren. Passt. Moment. Deswegen sage ich's. Ja, kannst du eben, Fabi, sonst mache ich. Ist nicht schlimm. Was für ein Ding? Bei der 6. Ja komm, du hast zu tun. Ich springe eben hin. So, du möchtest Überholung in Dillsborough. Aha, wir nehmen Fahrt auf. Ja, ja. Jo, steht beides auf Dillsborough. Danke. So, ich danke fürs Bescheid geben. Jo. Thema Überholung könnte man jetzt auch gut verfolgen. Ja, dann packt ihr doch, wie gesagt, irgendwie einen Schuppen. Dann nimmst du die 1 für die anderen 4 Wagen. Ist doch nicht schlimm. Du hast doch die Zeit und die Möglichkeit. Ja. Ist doch alles da. Overhaul. Um 30. Und ich kann's nicht. Naja, stell dir das ein. Dann fahre ich eben direkt durch zum Lokschuppen. Wie gut, dass hier jetzt auch Kohle auf Vorrat ist. Ja. 21. Resin. Ah, ich hab's gesehen. Ja. Jo, danke schön. Jo. Die schön. Endlich sind wir wieder Luft gemacht. Ich mal runtergehen. Ein Tag, 8 Stunden. 50, 30. Mhm. Echt, wie viele Leute haben wir denn da arbeiten? Doch, 3 Stück. Ja. Ja gut, beides auf 50% und das ist natürlich auch eine Ansage, ne? Aber kann ich direkt gerade ausreinen. Ja. Ja, habe auch wieder erhöht. Weep. Oh, da haben wir gut geparkt. Sehr schön. Da haben wir aber gut geparkt diesmal. So, Wasser voll, Kohle voll. Dann holen wir uns, wie gesagt, gleich den einen Wagen für Stenzel und für Ela. Kümmern wir uns noch kurz darum. Oder willst du eben erst die Pulpwood wegholen, Malte? Dann kann ich die nämlich auf die Nase nehmen. Könnt ihr dann gleich zu mir. Ich muss erst die Sägewerkswagen wegbringen. Also, okay. Ja, dann mache ich das anders. Ist ja nicht schlimm, in WT ist ja auch ein bisschen Platz. Ach stimmt, der Kollege Patrick, der zieht ja jetzt gerade erst die neuen Wagen für Brisbane nach unten, ne? Boah. Ja. Okay. Das ist ja spät. Wir sind inzwischen echt so 3 bis 4 Stunden im realen Leben brauchen wir, um hier einmal abzuarbeiten. Ja, ist schon krass, aber sind wir auch cool. Ja. Ja. Und wenn wir den zweiten Interchange in Endfuß haben, wird es sowieso noch lustiger. Von dem wissen wir noch nichts, also bitte nicht spoilern. Do that know that the lock so loud is? Besser. Also wenn wir haben, glaube ich, die finale Phase gestartet, oder?
Weiß ich nicht. Irrelevant. Für was? Lassen wir uns doch einfach überraschen, was kommt. Oh. Lass dich üben. Alter, der will ein Rennen. Der will ein Rennen. Rennen! Ah, komm, Purzel! Komm schon, Purzel, du schaffst das! Ist einfach so. Ah, keine Chance. Gustav hatte nie eine Chance. Herrlich. Das muss drücken im Gesicht. Ja, so nicht anders, Grisou. Ach ja. Gemalte. Kein Problem. Hallöchen, Potata. Oh je. Jetzt geht's los. So, Ela Stenzel. Die klaue ich dir jetzt noch. Ela Stenzel. Ela. Hm. Hier sind noch, wie gesagt, zwei Wagen für Ela. Einer für Stenzel. Die klaue ich jetzt noch. Kümmere ich mich drum. Meine Güte, ist der Zug lang. Hallo, Potatoman. Schön, dass du da bist. So, Barkas ist absolute Beschleunigungszone, ne? Ja, da müssen wir... Hackengas. Sowas von Gas geben. Gut. Haken das? Hä? Stopp. Ja. Ist bei mir einer an der Lok am Unterstützen? Wenn ja, bitte absprechen. Weiche umgelegt und liegt wieder zurück. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Aha. Auch nicht. Bin gerade beim Drehkreuz. Mach nochmal eine Zwischenspeicherung. Besser ist das. Bevor dir da der Kessel um die Ohren fliegt. Mhm. Boah, Fabi, irgendwie, was ist denn heute los? Ich bär, gut. So, jetzt gehen wir hier. Gehen wir Stoff. Glaube ich nicht. Ist nicht genug Druck. Na, 30, genau. 30, 35 ist optimal. Eine Steuerung oder vom... vom Reverser. Ja, einfach, Reverser. Einfach mit der Lok alleine fahren, Berg hoch, dann siehst du, wie die abgeht bei den verschiedenen Gängen. Ja. Mhm. So, 37, alles gut. 38. Alles bestens. Geht sowieso gleich runter mit der Geschwindigkeit. Ja. Na, könnt ihr da kurz anhalten und die Pulpotwagen reintrennen? Nein. Warum nicht? Die haben die gar nicht dabei. Oh. Oder? Nein, habt ihr nicht. Also nicht die leeren, die da rein sollen. So, wo sind unsere Personenzüge? In Wessler. Keine Ahnung, wo das ist. Mm-hmm. Hemingway steht einer. Ganz weit hinter Hemingway. Ah, wunderbar. Brauche ich mich also nicht darum kümmern. Ende des Zuges. Ich jetzt mal das Hauptgleis blockiere. Weiß nicht, wo Dodger ist, aber... Hemingway. Hemingway ist gerade aus Hemingway. Ja. No. Achtung. Ende ist aus Barkas raus. Schon krass. Mhm. Warte mal ab, wenn gleich, wie gesagt, alle Wagen bergauf gehen. Ja. Ah. 34, geh auf 35. Yep. Ja, der Berg beginnt. Genau. Der Berg ruft. Der Bergruf. Was? Geh auf 40. Mikro. Wo ist denn unser Jamie Lee eigentlich? In Silber.
und stehst da 20, eine halbe Stunde schon. Warum, Jamie? Weil ich nichts hab. Ja, dann schnapp dir doch hier die 218 unterstützt beim Holz oder so. Hört jemand schon? Ah. Anscheinend. Malte, bist du das? Hallöchen, ja, mein lieber Flo, wie geht's dir? Mensch, Fabi, hast dich heute wieder zurecht gemacht. Ja, nur für dich. Also man darf, wie gesagt, auch gerne andere Lokomotiven fahren, ne? So ist nicht. Ihr seid 24, nicht an eine Lok gebunden. 23. Die 36 ist auf Standby. Oh, Wunderbärchen. Reparatur. Ja, okay. Hat nichts zu tun. Mhm. Ja, wie gesagt, einfach mal rumgucken. Da steht ja bei einigem Stopp. Vielleicht da mal nachhaken, ob man da unterstützen kann. Ich glaube, die 1 muss wieder zurück zu Silver nach oben, die Pulpwood. Ja. 1, ja, Richtung Barker oder wie das hieß, ne? Barker, Barkers? Ja. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Ich könnte es mit übernehmen. Ja, dann musst du aber noch ein bisschen warten, weil ich bin gerade nach Weißen unterwegs. Okay. Komm aber mit 20 aus dem Tunnel raus. Sitzt nicht der DJ sogar in der 1? Ja, aktuell, ja, ich sitze da drin, ja, ist richtig. Ja. Aber ich gucke mir gerade den neuen Abschnitt an, deswegen. Ja. Ich bin neugierig. Ja, ist ja auch richtig. Beziehungsweise überfliege ich mal den neuen Abschnitt. Da fährt die 86 hier gerade schon durch. So, Schwerpunkt ist ja über die Kippe. War keine 32, höchstens beide zusammen. Das ist ein langer Zug. Aber trotzdem, Flo, 20. Ich weiß, was hat er geschrieben? Ich weiß nicht, ich habe nichts mitbekommen noch. Also 20 ist auch schon echt mächtig, ne? Ja, die kleinste Geschwindigkeit war 20. Genau. Ente. Und da kommen Endloswagen aus dem Tunnel raus. Wirklich? Ist das ein Zaubertunnel, der immer weitere Wagen spawnt? Oh, Flo, ja, stimmt, da habe ich mit dem auch noch gequatscht letztens. Habe ich ihn auch gefragt. Ich wäre dabei. Es kommen immer noch Wagen raus. Ja, richtig. Ja, auch wenn es angeguckt, dass die ganzen Striche bei euch da für die Wagen. Übel, ne? Wie winzig die einfach sind, weil so viele sind. Ja. Ich habe Fragen. Ja, gib alles. Ja, was denn? Warum die Passagierwaggons in Bryson immer noch auf 50% sind. Weiß ich nicht, haben wir keine Ersatzteile mehr? Wahrscheinlich. Kann sein. Doch, 48 Tonnen. Aber jetzt die, die 21 noch dabei steht. Also deine Wagen sollen noch 7 Stunden brauchen. Ja, das haben sie auch schon vor ein paar Stunden gesagt. Stimmt, zuletzt Phasmo. Ja, das weiß ich nicht. Bei 50? 7 Stunden. Vielleicht macht er nicht alles gleichzeitig, sondern macht nur einen gewissen Teil. Aber 7 Stunden sind ja dann auch noch nicht rum. Das musst du aber langsam abnehmen, also wahrscheinlich. Vielleicht gucken, wenn die Lok mit also, ob's bei der Lok abnimmt mit der Zeit. Ich habe abgekoppelt die beiden Waggons, da standen die auf 50. Ja, und eigentlich müssten jetzt schon mindestens auf 75 sein. Überlassen wir die Pultbootwagen gleich wieder Jamie Lee? Ja. Alles klar. Na, da weiß ich nicht, vielleicht mal rausziehen, wieder reinsetzen, vielleicht ist da irgendwo ein Fehler drin. Oder stehen die, habe ich vielleicht den Reparaturdingen falsch gestellt? Ne, die sind ja von 0 auf 50 sind hochgegangen. Sind keine Reparaturmaterial mehr da? Doch, ja, deswegen. Da stand.
Ich hatte doch letztens noch den ADAC-Wagen. Ja, da hast du recht, Flo. Zu wenig Zeit bei so vielen Logs-Games. Die 21er. Die wird repariert, da geht die Zeit erstmal runter. Na, hat die vielleicht jetzt einfach eine, wie heißt es, eine höhere Priorität bekommen? Vielleicht weil es eine Lokomotive ist, ich weiß das nicht. Oh, gefüllte Paprika, nice. Dann viel Spaß beim Kochen und lass es schmecken. Ah, mit Hack, locker mit Hack gefüllt. Bestimmt mit Hack. Hack per 21 Stunden. Und die Paprikadeckel schön in die Soße schnibbeln. Oh, hier geht's nochmal einen Ticken bergauf. Und wieder vorwärts. Ist uns aber noch irgendwas, was nochmal runter nach Vittia kommt, oder? Nee, eigentlich nicht. Nicht mehr. Okay. Eigentlich nicht. Nee, ja, aber nicht. Na? Ja. Haben mal kurz die Augen ausgeruht. Ne? Sah aus, als würdest du eine Bildschirmpause machen. Wie, du guckst nicht deinem Mann zu? Was denn? Was? Was denn? Das war nicht leer. Was war nicht leer? Der Eis. Natürlich, ich hab doch Wasser hier. Du hast den leer getrunken. Das ist ein Quatsch, ich hab doch mein Wasser. Nein. Erwischt. Du bist ein schlechter Lüger. Bin ich nicht. Warum hast du mir mein Wasser? Hab ich nicht. Wirklich? Der ist so ungesund, Schatz. Ich wollte dich einfach nur davor schützen. Du hast den gestern schon allen ausgegeben. Ja. Das war meines. Ich wollte dich ja nur vor den schwierigen Stoffen schützen. Aber das war meines. Wir haben noch ganz große Flaschen. Aber das ist nicht wie der. Ja, das tut mir leid. Will nicht. Geht. Bin ich nicht. Nein. Los, Bärchen. Ich sehe, ich muss hier arbeiten. Ich kann jetzt nicht einfach drückst, los. Drückst du noch? Ein bisschen, nicht mehr viel. 75, oh. Du kriegst was von meinem Wasser. Anders. Ja, jetzt lohnt nicht mehr, müssen wir gleich anhalten. Heiß. Können wir noch ein bisschen rollen lassen. Hallo. Doch, was? So, mit Vollgas ab Naeda. Ich weiß, was das Problem war. Ja? Ja, ich habe umgestellt auf Repairing anstatt Overhauling. Ja. Und jetzt geht er auf den Hof. Okay. Ich habe mal Overhaul gemacht, damit der direkt auf 100 auch hochgeht. Ja, aber scheinbar hat das nur bis 50% jetzt gemacht und Repairing. Das geht ja hoch, 51% schon. Na gut, okay. So, ihr Lieben, wie es in Ela ausbietet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss. Ohne, ne? Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Bye.